Ja, cool. Nahrungsknappheit, Alter. Genau, jetzt, wo mein guter General, der richtig gute General, weg ist. Ja, der ist ganz gut. Ja, wieso sind wir da unten? Und der konnte sich wieder aufbauen. So, warte, der holt sich jetzt mal. Jetzt muss ich mir Söldner holen. Jetzt muss ich mir Söldner holen. Und zwar. Das muss ich jetzt machen. Wie kann ich euch dienen? Ich erwarte eure Befehle. Der Weg ist versperrt. Das mache ich jetzt automatisch, weil der Kampf ist nicht so wichtig. Genau, wenn man automatisch klickt, kann man entweder aussuchen aggressive Stellung, da bleibt nicht sehr viel von einem selbst übrig, aber auch weniger von dem Feind. Hier sieht man auch immer so entscheidender Sieg bei ausgeglichener Stellung. Schutzstellung ist knapper Sieg. Wir machen aber ausgeglichen. Dann schauen wir mal, was wir verloren haben. Nicht viel, das ist sehr gut. Er hat alles verloren. Super. Besetzen natürlich. Diese Armee ist. Hier irgendwo ist immer noch ein. Spion. Den will ich irgendwie. Alter, der hat es beschädigt, der Blödsack. Jetzt muss ich das so machen. Ich habe gerade den hier reingestellt zur Militärausbildung. Normalerweise mache ich das so mit einem Agenten, der. Ah, hier, der da, den will ich haben. Unsere Militärausbildung, 20 gewonnene Einheiten Erfahrung pro Runde. Das ist super gut, vor allen Dingen auch Minusunterhalt für Landeinheiten und Minusmoral für alle Einheiten. Das ist immer gut, wenn er quasi Militärausbildung macht und dann bekommen die immer diesen Bonus quasi und das ist super gut. 10.000, die bekommen Stratege. Einen Strategen bekommen die. Und jetzt, dadurch, dass wir das wieder eingenommen haben, können wir mit denen wieder. Ah, okay. Ah, das konnten wir so oder so wegen den Hafen von Epirus. Wunderbar, wunderbar. Also, wir sind noch nicht geschlagen. Aber dadurch, dass unsere Armee. Komm. Dadurch, dass unsere Armee. Unsere Hauptarmee quasi gestorben ist. Das war ein herber Rückschlag für uns. Aber auch für die. Also die können zwar jetzt die alle wieder aufpumpen oder aufrüsten. Ich werde aber versuchen, nächste Runde die wieder ein bisschen runter zu bringen. Wir haben halt jetzt nächste Runde nur 800, was wir bekommen. Das ist sehr wenig.
Aber das werden wir... Wir sollen eure Niederlage ehren? Mit einem Bogen? Oder einer Säule? Oder dem Klagen eures versklavten Volkes? Cool. Cool. Jetzt kommt auch noch Rom dazu. Vor allen Dingen, oder mit dem Klagen eures versklavten Volkes. Ja, ja. Braucht ihr gerade reden. So, jetzt habe ich ein weiteres Riesenproblem. Diese Streitmacht. Diese Streitmacht ist extrem. Sieht überhaupt nicht gut aus. Also es sieht sehr, sehr... Ja, ich will doch sehen, was die da machen. Ah, okay. Der hat sich wieder zurückgezogen. War klar, der wird jetzt die Armee nehmen und ja, die wieder aufpeppen. Verschleißding. Ja, genau. Das kommt dann Nahrungsknappheit. Genau, das kommt halt dadurch, dass wir... Also nächste Runde haben wir dann... Ah, sieh mal einer an. Mein Können steht euch zur Verfügung. Also. Ja, 3 Sterne, wir haben 2 Sterne. Mal schauen. Also hier haben wir keine Chance. Und da Druck setzen. Ah, fuck. Genau, seine Agentin war jetzt stärker und deswegen wurde meine verwundet. Und diese Armee hier. Alter, das ist die Legio 1. Seine Full-Stack-Armee. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Der, also... Athen macht jetzt gerade keine... Macht mir gerade keine Sorgen. Die da machen wir alle... weg. Was machen wir jetzt? Also... Probleme. Italien und Sparta. Athen ist nicht so das Problem. Und wir haben gerade ein Problem mit der Nahrungsknappheit, deswegen werden unsere Einheiten nicht mehr gepusht. Oder halt wieder aufgeladen, sag ich mal. Aber das Hauptproblem ist wirklich jetzt Italien. Weil das ist meine Hauptstadt. Also gerade haben die Garnison von 10, das ist sehr gut. Das ist wirklich ganz gut. Und wenn er hier hinkommt, hat er eine, also muss er landen. Das heißt, die ganzen Kavallerieeinheiten sind zu Fuß und das ist sehr gut. Das ist super gut. Mein Problem gerade ist, dass das überhaupt kein Problem für ihn sein wird, weil, normale Einheiten sind stärker als eine Garnisonseinheit. Also und dadurch, dass ich gerade Nahrungsknappheit habe, sind die nicht vollständig. 96 von 120. Nächste Runde werde ich wieder normale Leute haben. Normal viele Leute. Geh mal. Ich gehe mal mit dem Richtung Westen. Eieiei. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weil. Hey, hoffentlich bist du mir freundlich gesinnt. Neutral, aber das. Willkommen! Ich öffne euch die Tür. Mein Volk ist reich an Intellekt. Schade. Kein Tempel kann auf zwei Säulen.
Ja, ich will auch keinen Tempel. Ich will nur ein bisschen Geld, damit ich überlebe. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was forsche ich gerade? Für einen Träger. Den zum Beispiel brauchen wir gar nicht gerade. Den brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen jetzt... wir brauchen jetzt bessere Einheiten. Wir brauchen Nahkampfangriff für alle Einheiten, Nahkampfabwehr und Angriffsbonus. Das brauchen wir. Das brauchen wir unbedingt. Das andere wäre gewesen hier mit Rekrutierungskosten. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Unterhaltskosten weniger. Das ist auch gut. Diese beiden, warte, das kostet 3, das kostet 3. Also beides gleich viel. Nam, 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 nam. Der kommt nicht mehr dahin. Okay. Oder? Warte, der kostet 500, 600, 400, 200, 600. Das sind Pikiniere, ja, okay. Dann hole ich mir noch 2 Einheiten Fernkämpfer. Uiuiui. Also ja, gerade ist es echt so ein Winden. Ah, puh, der ist weg. Sehr gut, sehr gut. Das war sehr wichtig. Oh, und jetzt kommt der wieder. Das war jetzt nämlich die... Hier sind alle low, wegen der Nahrungsknappheit. Oh Leute, was macht ihr denn mit mir? Ja, muss ich spielen, damit er wenigstens viele Verluste hat. Aber der hat auch Kavallerie. Ich glaube wieder, das zeige ich euch nächstes Mal. Oder, ja, ich glaube, ich mache es einfach ohne Abmod und mache das. Macht es so, wie es ist. So. Schau mal, die tolle Armee. Die greift mich jetzt an. Epirus ist auch eine Stadt, die eigentlich immer sofort fällt. Oder nicht eine Stadt, sondern ein Land, das meistens fällt, weil das super schwer ist, mit denen wirklich zu bestehen. Ich mach das jetzt so. So, das sind jetzt das Einser-Team. Die da sind noch da. Die halte ich mal im Hintergrund. Falls die von der Seite auch noch kommen. Die da halte ich hier. Die da sind hier. Die da sind hier. Die da sind hier. Das war's. Bitte, kommt nur von hier. Aber ich wette, dass die... Ja, die haben zu eine große Armee. Die teilen sich wieder in 3 Dingern auf. Ich hoffe, dass sie wieder hier reingehen. Ah, ich habe eine Peitsche, neuer Aufschwung. Das Gute sei, es gibt Ermüdung. Wird dann. Also die werden wacher durch die Peitsche. Ja, sehr gut, die schwingen ein. Ja, geht in die... Sehr gut. Die Männer wanken. Ja, ihr sollt ja auch weitergehen, ihr Trottel. Ah, eine Salve. Komm, bevor die in die Leute kommen. Sehr gut.
Los! Was? Was ist das denn? Autsch. Unser General wird angegriffen! Auf Fliegen! Schnell vorrücken! Hellenische königliche Kavallerie! Bereit! Fliegen Phalanx! Doppelte Geschwindigkeit! Bereit zum Einsatz! Ja, weiter, los, los, los. Go, go, go. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schändlich. Wieso es sind da noch Blicken? Kein Schleuderer! Super Pech! Zielen! Hellenische königliche Kavallerie! Kavallerie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Dadurch, dass der jetzt hier... Ja, nee. Dadurch, dass er jetzt hier Hopliten hatte, hatte ich keine Chance, da reinzugehen. Das ist auch ein sehr guter Trick für euch später. Also, ja. Uiuiuiui. Das ist nicht gut. Jetzt muss ich überlegen. Ja, ehrenhaft gestorben. Eine Münze für den Fährmann. So. Ich dachte sogar am Anfang, dass es ja besser wird als das erste Mal. Ja, jetzt habe ich schon wieder Nahrungsknappheit und deswegen wegen diesen Blödmann hier. Ich komme da nicht hin. Ne? Warte. Hier, wir machen einen Streiter. Gute Arbeit. Euer Agent hat eine neue. Wie oft soll ich das noch machen? Das da werde ich jetzt. Ah, soll ich das ausbauen? Das überlege ich mir halt wirklich gerade, weil. Das ist ein bisschen zu heftig gerade. Ich glaube, ich gehe hier rein, baue das aus. Und mach hier eine neue Armee. Die 501. Die war. Erstmal zweimal Kavallerie, pro Seite eine. Der da bleibt dann in der Mitte. Da brauche ich noch die da. Ja. Das da kommt dann nächste Runde. Ja, gerade ist es an sich für euch wird es wahrscheinlich gerade nicht so spannend sein. Ich habe mir auch wirklich überlegt, ob ich schwer mache oder eben auch. Ich höre euch zu, wenn ihr aufrichtig sprecht. Die Wahrheit ist eure schärfste Waffe.
Wieso kann ich mit denen nur so wenig machen? Auf unseren Märkten. Im Namen unserer Freundschaft, okay. Die auch eine Freundschaft bleibt. Mein Volk ist reich an Intellekt und braucht eure Waren nicht für materiellen Wohlstand. Schau mal, du hast Krieg mit so vielen. Wir nehmen euer... Sehr schön, und jetzt kannst du mit mir handeln. Okay, dann nächste Runde. Ich bin beeindruckt. Ja, wow. Beeindruckt. Gegen Makedonien. Ja, mache ich aber jetzt nicht mehr. Die sind freundlich. Gut, ich hoffe... Also, der hat eine 12er, der hat eine Fullstack und der wird wahrscheinlich jetzt nächste Runde auch oder übernächste Runde auch mit einer Fullstack kommen. Bis dahin habe ich vielleicht auch noch eine Fullstack. Ich hoffe. Weil, ja. Boah. Aber das mit Sparta, dass die sofort nachgerückt sind, das war halt zu viel dann. Athen war schon in Ordnung, die haben wir auch knapp überlebt, aber dann, ja. Ja, das war nicht gut. Schau, es halt einfach keine 128 Nahrungsknappheit. Immer noch. Ja, nächste Runde. Ah, er ist wieder da. Dann geh mal hier hin. Ah, der hat auch Nahrungsknappheit. Ja, wenigstens etwas. Gut, die mache ich jetzt noch nicht, weil ich brauche eine Armee. Ich brauche eine große Armee jetzt. Und? Ah, warte mal. Der ist gerade... Was macht er gerade für meine Armee? 6 Bewegungsreichweite. Sonst macht er nichts für meine Armee. Dann werde ich jetzt nämlich den Guten rekrutieren, und zwar den da. Ah, fuck, kann ich ja nicht. Jetzt kann ich's. Genau. Und dann mit dem restlichen, also jetzt habe ich 2 Pekiniere, 2 Kavallerie, 2 Fernkampf. Jetzt brauche ich nochmal 2 Fernkampf. Und dann ich brauche noch was mit Nahkampfangriff. Die sind zwar sehr gut, wenn die stehen, aber danach sind sie nicht mehr gut. Warte, Nahkampfangriff 38. Genau. Sehr gut. Reicht auch mit dem Unflätig. Und wenn schon, Grützkopf. Dieser Mann betrinkt sich zu oft am Hafen. Bringt ihn fort, bevor er... Jetzt hat der auch noch... Als hätte ich ihn nicht schon genug. Oder was? Ach. Ja, das mache ich nicht so. Gut, ja. Mein Schiff, oder? Genau, hier sieht man auch immer, wie viel das Schiff schon gerannt ist.
Ah, das ist... Okay, nächste Runde geht da dahin. So. Dann, nächste Runde. Sorry, gerade ist es echt langweilig. Aber da kann ich ja noch ein bisschen Geschichte erzählen. Nämlich, wie schon am Anfang vom Let's Play gesagt, war ja Griechenland aufgeteilt in ganz, ganz vielen Stadtstaaten, die sich unglaublich oft bekriegt haben. Verschleiß, Spionen, sehr schön. Öffentliche Ordnung, das ist sehr schön. So, Quartiermeister, wir haben das rekrutiert, wir haben den Bau abgeschlossen und wir sind wieder im Plus. Das heißt, die werden wieder geheilt. So, der da geht jetzt hier rein in Militärausbildung. Sehr schön. Ah, fuck, ich hätte den rausholen müssen. Ja, jetzt ist es zu spät. Sie müssen bestraft werden!